So, Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft 3.0. Wir machen uns heute auf jeden Fall auf den Heimweg, nachdem wir das Waldanwesen hoffentlich komplett gelootet haben. Aber das dürfte nicht anders sein. Gut, dann wollen wir nicht lange reden und machen uns auf den Weg. Und Leute, wenn es euch gefällt, wenn ihr auf meinem Kanal im Allgemeinen nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne ein Like und ein Kommi da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Ich glaube, mit Kohle wird ja nicht so viel, weil wir ja kaum Inventarplätze haben. Wir können allerdings gleich mal nachschauen, ob wir dann eventuell irgendwas noch fallen lassen können. Aber das wird schwierig. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Und das Erste, was wir dort machen werden, wenn wir zu Hause angekommen sind, einen Schallplattenspieler bauen. Gut, ich schau mal, ob wir noch irgendwas entbehren können im Falle eines Falles. Ah, schwierig, ganz schwierig, ne? Naja, wir werden mal sehen, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, an Kohle ranzukommen. Wir werden jetzt nicht extra welche suchen, aber wenn wir irgendwo vorbeikommen, wo wir vielleicht reichlich Kohle sehen, dann sollten wir überlegen, ob wir die mitnehmen. Nehmen wir die Karte mal wieder in die Hand. Wir müssen hier Richtung Ecke. Und da ist ein zerstörtes Netherportal. Ich glaub's ja kaum. Und da sind wir, glaube ich, gekommen von Richtung Dorf. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Zwei Goldblöcke. Die sollten wir natürlich mitnehmen. Und vielleicht das Obsidian sogar auch. Den Obsidian. Ich mache das Gold erstmal mit der Eisenspitzhacke weg. Gut, komm. Wir lassen den einen Eisenbahn hier, oder? Genau. Den lassen wir hier, den einen. Und dann snacken wir uns den natürlich auch gleich noch da oben. Gut. Können wir auch dann wegmachen, wenn... Nehmen wir uns die Diamantspitzhacke nochmal zur Hand und bauen den Obsidian ab. Let's go, Leute. Nehmen wir alles mit. Obsidian kann nie schaden. Genauso wie der Weinende auch. Und Gold sowieso nicht. Da haben wir reichlich, wenn wir das nächste Mal ins Nether gehen. Da können wir dort wieder mit den Piglins trainen. Gut, dann sollten wir tatsächlich die Bücher weglegen. Die Truhen möchte ich gerne mitnehmen. Komm, auf die 8 Bücher können wir verzichten. Okay. Hier ist noch ein Obsidian. Was war das jetzt? Ich hoffe, der hat den. Genau. So, das wär's dann. Soweit. Schauen wir doch mal in die Truhe. Okay. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf den Rest können wir verzichten. Okay. Na komm, für was brauchen wir jetzt die Goldhacke? Wir haben zweimal Diamant. Gut. Aber wir nehmen uns die Kiste noch mit. Obwohl, Leute,
Nee, ach, die Goldhacke braucht man nicht. Das hält doch eh nicht lange. So, dann würde ich mal wieder die Karte in die Hand nehmen. Und dann machen wir uns weiter auf den Heimweg. Okay, wie heißen die Blumen nochmal? Sternlauch. Schauen wir mal, ob wir den irgendwo sehen hier. Was sind Tulpen hier? Ach hier, okay. Okay, Leute. Gut. Ich habe nichts gesagt. Ja, es wird langsam dunkel. Da gehen wir dann erstmal pennen, würde ich sagen. Ich hab den mit dem Totem eine verpasst. Glaube, mit Schlafen wird jetzt eh nichts. Zu viele Monster in der Gegend. Alter, hier ist Versammlung. Unter Wasser, über Wasser. Einfach überall. Bleibt wo der Pfeffer wächst, Kollege. Daneben getroffen. Haha. Alle. Alter. Ja gut, jetzt haben die Villager einen Wasserfall. Ah, hier waren wir schon, wa? Nö, die haben einfach die Tür offen gelassen. Gut, dann gehen wir mal einfach pennen. Ich möchte mir sowieso irgendwann in Zukunft dann auch eine Phantomfarm bauen. Also eine Phantomfalle, wie man das auch nennen kann. Droppen die irgendwas? Ja, wahrscheinlich nicht. Gut. Gut, hier ist die Schmiede. Schauen wir hier dann mal vorbei. Gut. Okay. Diamanten. Diamanten, die nehmen wir uns mit, Mann. Da muss was anderes dann kommen. Die Blumen, die brauchen wir dann nicht, wenn es die sowieso gibt. Jetzt wird es aber richtig schwierig. Komm, lass die vier Pfeile hier. Gut, und den Rest, den könnten wir eigentlich austauschen mit unserer Rüstung. Gut. Gut, Leute, wir haben wieder mal schön Stuff gefunden. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Da ist das nächste Dorf. Gut. Wir machen aber in die Richtung hier. Oh, die Musik, die finde ich episch. Die ist richtig nice.
Was hast du im Angebot? Okay, der würde Möhren kaufen. Gut. Hey, komm. Was hast du? Ja. Hey, brauchen wir nicht. Bitte, wie groß ist das denn hier? Aber mich würde mal interessieren, was das für ein Buch ist. Aber bestimmt irgendwie sowas wie Kraft 1 oder. Gut, wir müssen in die Richtung. Genau, sind wir nicht hier an dem Bienenstock vorbeigekommen sogar? Oder das ist ein anderer. Ich hätte gerne Schere gehabt. Bisschen Honig. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal Dschungel. Wir sind, glaube ich, nicht verkehrt hier. Halten wir mal Ausschau nach einem Papagei, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind gleich zu Hause, Leute. Habe ich da gerade einen Papagei gesehen? Im Blauen? Was können wir hier lassen? Was können wir hier lassen? Gut, wir lassen mal kurz die Knochen hier. Habe ich da einen Papagei gesehen oder habe ich falsch geguckt? Da ist er! Leute! Und da hängt nur Possum im Baum. Okay, wir brauchen noch mehr Samen. Vielleicht reichen die zwei. Wo ist er jetzt? Da ist er. Okay. Wir haben wieder einen Papagei, Leute. Ist das nice oder was? Die Katze werden wir mal befreien hier. Sie sagt danke. Schade, dass wir keinen Fisch mit haben. Da steht eine Azalee mit einem Wasser. Leute, wir haben wieder einen Papagei. Ist das nice oder was? Ich finde es richtig nice. Und wir sind fast zu Hause. Und wir sind pünktlich zum Nachteinbruch wieder zu Hause. Perfekt. Perfekt, da geht's eigentlich gar nicht. Richtig gut. Die Reise war sehr, sehr erfolgreich gewesen.
Wir kommen mit jeder Menge guten Stuff nach Hause. Und haben einen Papageien. Hallo Leute, sagt Hallo zu unserem neuen Mitbewohner. Wir sind wieder zu Hause. Alles in Ordnung? Ein, zwei Katzen. Hier ist die dritte. Wo ist die vierte? Da. Versteckt sich. Gut. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, schauen wir hier mal rein. Okay, die wollen scheinbar gar nicht schlafen. Willst du nicht schlafen? Geh mal schlafen, kleiner Mann. Du musst doch groß und stark werden. Jetzt steht er auf der Säge. Der will bestimmt mal Steinmetz werden. Hallo, hallo Jeb, alles klar? Wundervoll. Hier schlafen die vier Großen drinnen, ne? Genau. Und zwei Kleiner haben wir. Den. Und noch einen, da hat das Boot wahrscheinlich nicht gereicht für mehr. Aber auf jeden Fall kommen wir da gut klar mit. Kommst du hier nicht durch oder was? Deswegen kommt der Villager auch nie hier durch, wa? Gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen. So, dann würde ich mal sagen, räume ich kurz das Inventar auf und hole euch dann dazu. Wir haben hier nochmal drei Diamanten, haben wir wieder 33, 10 mal Obsidian, 32, 39 weinende Obsidian. Wundervoll, einfach nur wundervoll. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, dass sieht richtig nice aus. Wir schauen noch mal kurz, ob wir jetzt hier noch was drauf gezaubert bekommen. Jeder Fall. Na komm, nehmen wir mit. Harpune. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal Behutsamkeit bekommen. Federfall und Schärfe. Dann nehmen wir Federfall. Okay. Haben wir gleich zwei. Das ist gut. Umso besser. Harpune, na gut, nehmen wir auch mit. Geht noch was? Einigung. Okay. Ich meine, das ist alles gut, alle Verzauberungen, ne? Vor allen Dingen auf Büchern, weil man das wunderbar kombinieren kann dann. Hier ist auch schon Federfall. Hier ist auch noch mal Federfall und dann ist es der Gliederfüßer. Hier haben wir auch schon Peinigung. Geht das auch übereinander? Ne. Und Harpune. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, schauen wir noch mal ganz kurz nach unserem, nach unserer vielleicht doch noch funktionierenden XP-Farm. Okay, das ist voll. Das sieht gut aus. Dann versuchen wir das gleich noch mal.
Das müsste funktionieren. Sollte funktionieren, wenn nicht. Okay. Dann wir warten mal den zweiten ab. Nee, funktioniert nicht. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir den jetzt wieder volllaufen lassen. Aber der Trichter, der muss ja auch mal voll sein, ne? Gut, der Trichter ist noch nicht voll. Okay. Dann könnte es vielleicht doch funktionieren, Leute. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Warum ist hier Stein drin? Gut, wir haben keine Kohle mehr. Wir haben noch 28 Kohle, Leute. Wir brauchen unbedingt Brennstoff. Tja. Sollten wir uns überlegen. Wir müssen ja unten den Keller sowieso noch ausbauen. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend für heute. Jetzt haben wir 3 Kids. Gut, Freunde. Wir haben einen neuen Papageien. Wir haben jede Menge coolen Stuff gefunden im Waldanwesen. Und dann haben wir noch das Ruined Portal gefunden. Ich freue mich riesig darüber. Jetzt brauchen wir nur noch einfach mal eine Behutsamkeitsverzauberung. Vielleicht sollten wir demnächst auch mal angeln gehen. Denn beim Angeln findet man ja auch verzauberte Bücher. Zum kleinen prozentualen Teil. Alles in allem würde ich mal sagen, das ist eine runde Sache. So Leute, und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo, ein Like und ein Kommi da. Ich würde mich riesig darüber freuen und es würde mir in meinem YouTube-Algorithmus unheimlich weiterhelfen. Deshalb Leute, haut gerne ein Like, ein Abo und ein Kommi rein. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.